So, hier sehen wir den Druck eines Delta-Endeffektors für einen Kossel, für einen Mini-Kossel mit den normalen Traxxas-Aufnahmen. Dementsprechend auf der linken Seite für den Groove-Mount die Halterung mit den fünf Löchern, passend zu der rechten Seite für die Effektor-Carriage des Deltas und passend für ein E3D. Universal V6 Bowden Hot End. Verbleibende Druckzeit bei jetzt 22 von 40 Layern, etwas über eine halbe Stunde.